Grüß Gott, wenn der Meyerwerner, der Hobbyfotograf, wieder mal vor seinem Laptop sitzt, ja, dann geht's um was? Ja, dann geht's um Fotografie. Und wenn dich jetzt interessiert, um was es jetzt heute geht, genau, dann bleib mal schön dran. Das ist der erste Teil von Fotosoftware für Canon, Sony, Nikon, Fuji hat auch noch welche, genau, und die gucken wir jetzt uns mal an, weil ja, wir haben die Tendenz öfters mal eine Kamera zu kaufen und sofort im Internet nachzugucken, was gibt es eigentlich für Software für Fotobearbeitung. Man kennt Daredevil, man kennt RAW Therapy, man kennt GIMP, Lightroom, Photoshop und so weiter und so fort. Ja, aber kommt man mal auf die Idee eigentlich, hauseigene Software zu benutzen? Und da sind wir angekommen, ja. Wir wollen mal gucken, welche Firmen, die es gibt, die eigene Software für Fotobearbeitung herstellen. Ja, also ohne, dass man Zweitanbieter für viel Geld nehmen muss, hat es welche, die das machen. Dann gehen wir mal gucken. Ich habe da was vorbereitet. Okay. Ich gebe mal die vollen Ansicht. Das erste, was ich natürlich mir mal gesucht habe, gibt es eigentlich eine Software für Bearbeitungen, ja, von meiner Kamera, also jetzt von der Firma Sony zum Beispiel. Ja, und dann sieht man hier, dass man tatsächlich eine Image Edit Desk bekommt, also Desktop bekommt. Ja. Dies habe ich mir mal runtergeladen und die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Die sieht dann so aus. Ja. Wir kommen dann noch drauf zurück und nehmen einfach mal das zur Kenntnis. Wir können hier mal durchlesen, ein Desktop Application, die Qualität und Effizienz von Produktarbeit steigend. Ja, also ich habe das Ding ausprobiert, das stimmt. Ja. Den Test zeige ich euch noch. Und hier haben wir dann, so sehen die zwei Sachen aus. Ja. Ich kann auch nochmal zurückgehen und euch das mal zeigen, wie das dann in live aussieht. Die Software für Fotobearbeitung. So, ich versuche es mal Deutsch. Dann haben wir den Weaver, der ist für Bildersammlungen zuständig. Ja. Und dann haben wir den IETE, das ist so, wenn man die Kamera fernsteuern möchte von seinem Laptop aus. Egal, ob das jetzt Windows oder Mac ist. Das Einzige, was nicht geht, und dazu komme ich dann noch eine Weile später, das geht auf Linux-Betriebssysteme nicht. Also wie Linux, Mint, Ubuntu etc. Pipapo. Man könnte es über Wein probieren, aber dann werdet ihr auf Granit beißen. Okay, das wäre mal das. Dazu, welche Firma bietet noch einen Editing, also eine Software Suite an? Ja, ich habe mich mal rumgeguckt. Die Zeile kann ich löschen. Also ich habe mal ein paar rausgesucht. Zum Beispiel Fuji bietet natürlich eine Software an. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das die ist. Könnt ihr jetzt runterladen, mache ich vielleicht auch mal. Ja. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Software hier etwas minimalisiert ist, also noch mehr minimalisiert ist. Aber man kann lesen hier kostenlos My Fujifilm Bestellsoftware. Also mit der kann ich meine Fotos zurecht schnippeln und schnappeln und alles einstellen, so wie ich es brauche. Und dann Projekte lokal und dauerhaft speichern, schnelle Zwischenspeichern während der Produktgestaltung, ja, und so weiter. Also damit könnte man das machen. Ja, also Fujifilm macht das auch. Ja. Hier haben wir noch die Systeme, kann man runterladen, hier auch, ja, Download für Windows, Download für Mac. Okay, welche Firma hat es dann noch? So eine Software, eine, die man dazu bekommt, wenn man ein Gerät von ihnen kauft, wäre natürlich auch Nikon. Nikon macht das natürlich auch. Ja, die haben auch eine super Software.
die ist gratis. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss wahrscheinlich den Code eingeben. Ja, der steht meistens unten hier irgendwo, unten in der unteren Plattform irgendwo drauf. Und den muss man eingeben und dann steht einem Tür und Tor offen. Ja. Das ist für Windows, Mac und 4K-Videos sogar. Ja. 4K-Video-Wiedergabe, Core i7 mit 3,5 GHz oder besser empfohlen. Ja. Okay, Full HD ist auch möglich. Also die kann noch einiges mehr als nur Fotos bearbeiten. Ja, ja, ist ja gut, wenn man so eine Ausrüstung hat. Ja, wieso soll man sich dann noch mehr kaufen wollen, ja, was zu teuer ist, ja, auch im Abo. Hier kriegst du die gratis, ja. Und das verspreche ich auch schon mal früher mit so einer Software gearbeitet, ja. Ich habe mit ihr mal runtergeladen, nur allerdings war mir mein Rechner zu schwach damals, ja. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, die macht eine recht gute Arbeit, ja. Also das ist kein Fake hier. Ja, kommt ja auf den Fotografen halt auch drauf an. Aber die Bilder kommen dann tatsächlich so raus. So ähnlich wie mit Affinity. Okay, deswegen habe ich ja auch bei mir mal die Software von Sony runtergeladen, die Software Suite. Ja, und damit gearbeitet. Die Videos werdet ihr noch sehen. Okay, das wäre mal Nikon. Ja. Also das hängt immer noch vom Fotografen ab, wie gut dass er das macht. Ja, der Rest macht dann die Software, aber das wissen wir ja. Okay, wer für Windows und Mac erhältlich? Wer hat dann noch eine Software? Ja, natürlich Canon. Ja, ich als alter Canon-Besitzer. Ja, also die D700 habe ich damals gehabt, das war meine erste Spiegelreflex-Digitalkamera. Da habe ich mal so eine Software runtergeladen. Ja, das Video existiert noch. Und man merkt schon damals, mein Rechner wollte nicht zurecht. Ja. Aber es war halt einer der Videos von meinen Anfängen. Den Link werde ich dann nochmals runtersetzen. Aber das ist dann mehr so zur Belustigung. Okay, an und für sich ist die Software wahnsinnig gut. Ja. Sie reduziert sich einfach auf die Fotografie und nicht mehr. Denn greift die Echtdaten ab der Kamera. Ja, also da ist kein Geplänkel dahinter. Du bekommst genau das über, wie es die Kamera eingefangen hat. Ja, und wie du als Fotograf es eingestellt hast. Und genau so bekommst du die Daten über. Hier wird auch nichts dazugegeben. Die Software macht genau das, was sie soll. Ja. Sie soll dir die übertragenen Bilder genauso zeigen, wie du sie eingefangen hast. Ja. Und damit bearbeitest du dann deine Bilder, also deine Fotografien. Ja. Die kostet auch nichts. Lasst euch nicht täuschen hier. So sieht dann die aus, die Software. Ja, man hat hier die verschiedenen Reiter, Zuschnittwerkzeug und so weiter. Die Bilder sind natürlich stark aus, ja, aber wie gesagt, das hängt ja immer vom Fotografen ab, aus welcher Perspektive er fotografiert und was er alles dazu eingesetzt hatte, ja. Okay, das ist kein Geplänker, ja, man kann auch noch andere Sachen von ihnen runterladen oder sich mal darüber informieren. Canon finde ich eigentlich von dem her super gemacht, ja. Die einzigen, was keine Software, und ich habe vorhin geguckt, keine Software dazu gibt, ist, wie gesagt, ist OMD, ja, vorher Minolta. Die sagen sich dann einfach, ja, du kannst ja andere Software nehmen, es gibt ja genügend auf dem Markt, ja. Und eigentlich, ja, würde ich es nicht finden, wenn eine Kamerafirma mit so viel Tradition auch eine Software dazu geben würde, ja. Oder zumindest anbieten würde. Das wäre schön, ja. Aber das ist halt OMD, das war auch Minolta, war auch da nicht anders. Und jetzt kommen wir noch zum letzten. Jetzt haben wir Fujifilm, NX Studio von Nikon. Jetzt haben wir Canon gehabt. Und jetzt kommen wir noch zu der, die ich brauche momentan. Und darüber mache ich dann auch ein Video. Das wäre diese da hier. Auch da
ist ein Download. Hier brauchst du keine Sony zu haben. Besser wäre es natürlich, ja, von den Deckdaten her. Aber du kannst über den Editor schon deine Bilder bearbeiten. Das geht alles. Ja, auch hier sieht man zum Beispiel noch die Remote-Funktionen. So kann man die abholen, die Kamera. Jetzt bei mir geht es nicht. Ja, aber ich kann davon ausgehen, dass das bei anderen Kameras, neuen Modellen geht. Ja. Kabel geht bei mir auch nicht, das Kabel gebunden. Vielleicht habe ich auch das falsche USB erwischt. Kann möglich sein. Ich wollte nicht mit danach suchen. Genau. Es geht einfacher für mich, die Karte hier in meinen Multi-Adapter reinzustecken. Da habe ich ja auch so einen Schlitz für die SD-Karte reinzutun. Okay, das wäre mal hierzu. Beim nächsten Mal gibt es dann ein Video über diese Software da hier. Ja, könnte ich runterladen, aber sie wird mir nichts nützen. Genauso wie bei NX Studio oder bei Fujifilm. Ich gehe davon aus, ob bei Fujifilm du da die Nummer deiner Kamera eingeben musst, also der Code unten an der Kamera, am Kameraboden. So, ja, das wäre es mal wieder gewesen, kurz und bündig. Das ist jetzt eine Serie über die Gratis-Software, die Hersteller der Kameras, ja, die bieten das nämlich an. Ist auch nicht verkehrt, wenn man, bevor man sich überlegt, Dark Devil oder Rot-Therapie zu nehmen, weil Rot-Therapie hat eben so seine Tücken. Ja. Und hier bist du für deine Kamera, für deine spezielle Kamera natürlich ausgerüstet. Ich werde alle Links von den 4 Möglichkeiten für deine spezielle Kamera darunter setzen. Alles, was du wissen musst, du musst nur wissen, was ist das für eine Kamera, die du da hast. Ja? Und dann suchst du nach Fujifilm, Anix, Canon und Samsung. Entschuldigung, Sony Image. Ja, Editing Desktop. Genau, so, das wär's. Vielleicht habe ich jetzt auch falsch gesagt, mein Englisch ist nicht das Beste. Okay, jetzt in diesem Sinne gehe ich wieder raus aus dem Dings da hier und wünsche euch alles Gute. Ja, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal geht es um die Bearbeitung wieder. Und geht raus zum Fotografieren. Mein Name ist der Meier Werner. Ich bin Hobbyfotograf und Videograf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.